Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich muss schon sagen, also mit dem Wissen um das Leid der Zivilisten in Syrien tut es wirklich weh, sich mit so einem Antrag heute hier befassen zu müssen. Der AfD geht es um einzig und allein einen Punkt, nämlich weniger Geflüchtete in Deutschland, egal zu welchem Preis. Und das können Sie natürlich fordern, ja, aber dann hören Sie auf, so zu tun, als wenn Ihr Antrag in irgendeiner Form einen Beitrag zur Friedens- und Außenpolitik der Bundesrepublik beisteuern würde. Denn das glaubt Ihnen hier niemand in diesem Haus. Sie sprechen von der Zurückdrängung des IS, aber kein Wort verlieren Sie in Ihrem Antrag über die Verantwortung des syrischen Machthabers Assad. Dabei mussten die meisten Menschen doch vor seinen Fassbomben, dem Giftgas, den Belagerungen und den massenhaften Tötungen fliehen. Und was schlagen Sie vor? Ein Abkommen mit genau diesem Regime, das sich wegen zahlreicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit international verantworten müsste. Und ich glaube, man kann das kurz und knackig zusammenfassen. Mit diesem Antrag, meine Damen und Herren, geriert die AfD zum Pressesprecher von Assad hier in diesem Hause und ignoriert völlig bewusst die Verantwortung Russlands in diesem Krieg. Ja, das können Sie sich gerne anhören. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagt, dass seit Beginn der Konflikte der September diesen Jahres einer der blutigsten Monate war. Das UN-Kinderhilfswerk appelliert an uns, an die internationale Gemeinschaft, warnt vor einer humanitären Katastrophe für hunderttausende schutzsuchende Kinder, die durch Belagerungen wie derzeit zum Beispiel in Ost-Ghuta ausgehungert, von den Bombardierungen verletzt, ohne humanitäre und ärztliche Hilfe in zertrümmerten Dörfern und Städten den kalten nächsten Winter entgegengehen. Kein Wort findet sich dazu in Ihrem Antrag. Kein Wort. Kein Wort. Sie berufen sich auf Zahlen der IOM, sprechen von über 600.000 freiwillig zurückgekehrten Menschen. Sie sparen bewusst aus, dass es sich dabei um zu über 90% von Menschen handelt, die innerhalb Syriens vertrieben wurden. Und ihnen ist nicht mal mehr in den Sinn gekommen, dass sie vielleicht auch deshalb zurückkehren, weil in dem Gebiet, in das sie geflohen sind, ebenfalls Kampfhandlungen ausgebrochen sind, weil sie kein Obdach haben, keine Versorgung vorfinden. Die Verzweiflung dieser Menschen, ja, als Argument für eine groß angelegte deutsche Rückführungspolitik zu nehmen, das ist schäbig. Und was Sie auch nicht erwähnen, sind die Zahlen der Vereinten Nationen, die allein in diesem Jahr von über 1,8 Millionen neu vertriebenen Menschen sprechen. Ich kann nur sagen, sprechen Sie auch mal mit den Organisationen, die Sie so freimütig hier zitieren in Ihrem Antrag. Die IOM beteiligt sich nämlich nicht an Rückführungen nach Syrien, weil es die Sicherheitslage nicht hergibt. Meine Fraktion fordert von allen Akteuren in Syrien, dass sie den humanitären Zugang zu allen, die es brauchen, gewähren. Wir fordern die massive Unterstützung der Nachbarstaaten. Und uns ist völlig klar, für Syrien braucht es eine politische Lösung. Und für einen dauerhaften Frieden braucht es einen Prozess der nationalen Aussöhnung. Denn Gräueltaten wurden auf allen Seiten begangen. Bis dahin kann ich nur sagen für meine Fraktion, wir hören genau hin mit Blick auf die Lebensrealitäten der syrischen Geflüchteten hier in Deutschland. Und es ist doch so, Kinder wurden hier geboren, eingeschult, Deutschkurse besucht, Arbeit wurde aufgenommen und Freundschaften wurden geschlossen. Was wir nicht gebrauchen können, ja, spannend, ne? Was wir nicht gebrauchen können, ist eine Politik der Verunsicherung. Was wir brauchen, sind aktive Maßnahmen zur Unterstützung, wenn immer noch Defizite bestehen für die syrischen Geflüchteten hier in diesem Land. Und dafür steht meine Fraktion bedingungslos. Und das betrifft, ja, das hören Sie nicht gerne, aber daran werden Sie sich gewöhnen müssen. Das betrifft auch den Familiennachzug. Ja, das hören Sie von mir und meiner Fraktion nicht zum ersten Mal. Aber genau das ist natürlich das, was Schutzsuchende in diesem Land gerade und auch ihre Unterstützerin wirklich bewegt. Kurzum, dieser undurchsichtige Antrag der AfD ist nicht nur an vielen Stellen schlecht recherchiert. Ja, im Übrigen gibt es nämlich ein Rücknahmeabkommen, das auf Eis liegt derzeit. Aber das können Sie vielleicht noch nicht wissen. Ihm fehlt es schlichtweg an Verantwortung und an Herz. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen lehnen wir ihn mit jeder Silbe ab. Herzlichen Dank. Ich habe Ihre Meldung gesehen, kann die Frage aber nicht mehr zulassen. Das hat schlicht etwas damit zu tun, dass die Kollegin Amtsberg ihre Redezeit ausgeschöpft hat. Es tut mir leid, beim nächsten Mal einfach etwas früher. Wir wissen ja, wie viel Redezeit die einzelnen Fraktionen haben. Lass nächstes Mal gerne zu. Es war zu spät. Ja, es war zu spät, Kollegin Amtsberg, ansonsten.
Das Wort hat Stefan Meyer für die CDU-CSU-Fraktion.